In den ersten zwei Teilen haben wir sehr interessante Sachen bezüglich Zorro, dem ersten Mitglied der Strohpiratenbande, herausgefunden. Oder sollte ich ihn eher der Junge mit den grünen Haaren nennen? Denn der Name Lone Zorro scheint erfunden zu sein von Kushiro. Dieser hat Zorro diesen Namen gegeben, weil sein Dojo ist ja nicht dafür da, normale Schwertkämpfer auszubilden, sondern dort bildet er Samurai aus. Zorro hat in seiner Vergangenheit nicht wirklich nach Regeln gelebt. Er war ein schlechter Junge und das wusste er selbst auch. Und Kushiro hat ihn halt mit diesem neuen Namen die Chance gegeben, ein neues Leben zu führen und das auf ehrenhafte Art und Weise. Dass Zorro eine Änderung durchgemacht hat, bemerken wir daran, dass er sich an die 21 Regeln von Miyamoto Musashi hält, die jeder Samurai einhalten sollte. Die fünf größten Familien in Wano Kuni sind Kozuki, Amazuki, Shimozuki, Kurozumi und Uzuki. Sonst haben wir eigentlich nicht viele weitere Familiennamen in Wano Kuni mitbekommen. Der Grund dafür ist, dass nicht so relevante Familien oder eher kleinere Familien sich oft auch größeren Familien anschließen. Das Ganze nennt man dann einen Clan. Wir haben zum Beispiel den Kozuki-Clan, wo sich Charakter wie zum Beispiel Kinemon, Kyoshiro und weitere starke Samurai angeschlossen haben, von denen wir bisher auch noch keinen eigenen Familiennamen gehört haben. Kozaburo ist damals mit einigen weiteren Personen aus Wano Kuni weggesegelt und hat mit ihnen einige Abenteuer erlebt. Kozaburo gehört zum Shimotsuki Familienstammbaum und es kann natürlich sein, dass er auch andere Leute aus anderen Familien mit sich dabei hatte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen auch ihre eigenen Familiennamen weiterhin benutzen, ist eher unwahrscheinlich. Sowas nennt man die Ehre eines Samurais. Wir haben das Ganze bei Ryuma, der höchstwahrscheinlich damals auch keiner relevanten Familie angehörte, jedoch sich dann den Beinamen Shimotsuki gegeben hat. Das heißt, dass er sozusagen sich dem Shimotsuki-Clan angeschlossen hat und von nun an ihren Namen als Familiennamen trug. Deshalb fragt man sich natürlich berechtigt, woher denn der Name Lonor kommt. Es gibt keine Lonor-Familie in Wano Kuni, die wirklich relevant ist. Doch was sehr stark auffällt, ist, dass der Vorname Zorro dieselbe Endung hat wie zum Beispiel der Name von Kozaburo und Kushiro, was dafür spricht, dass die halt diesen Namen ausgedacht haben und Zorro gegeben haben. Wir werden uns heute damit beschäftigen, zu welcher Familie Zorro gehört und wer seine Eltern sein könnten. Falls ihr bei den nächsten Teilen auch mit dabei sein wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Einige glauben, in Wano Kuni wechselt man seinen Namen so oft wie die Telefonnummer in unserer Welt, doch das Ganze ist nicht so übertrieben, wie man im ersten Augenblick glauben mag. Das berühmteste Beispiel, was wir aktuell haben, ist natürlich das von Denjiro. Dieser hat seinen Namen gewechselt, um nicht mehr erkannt zu werden. Er nannte sich von nun an dann Kyoshiro. Daraus resultierte dann die Kyoshiro-Familie, die in Wano Kuni bekannt wurde, und somit konnte dann Denjiro als Wachhund von Orochi auf den richtigen Augenblick warten, um ihn zu verraten. Nicht nur, dass das Dorf, in dem Zorro gelebt hat, Shimotsuki hieß, sondern als dann auch Zorro in Wano Kuni aufgetaucht ist, hatte er immer mit den Shimotsukis zu tun. Wir haben auf der einen Seite Yasui gehabt, zu denen er eine emotionale Bindung aufbaute und bei seinem Tod einfach komplett ausgerastet ist. Zudem haben wir noch den Kontakt zu Onimaru gehabt, der das Shusui bei Zorro entdeckte und sofort eingriff, um es zu bekommen. Dieser ist ein Fuchsdämon und Fuchsdämonen leben länger als 800 Jahre, Freunde. Eine genaue Zeitangabe ist nicht da, aber sie können unfassbar alt werden. Dieser Fuchsdämon war der Begleiter von Shimotsuki Ushimaru, einen Daimyo, der Zorro sehr ähnlich sieht. Dieser Daimyo sieht auch Ryuma sehr ähnlich. Dadurch entstand die Theorie, dass viele geglaubt haben, dass eventuell Shimotsuki Ushimaru der Vater von Zorro sein könnte. Diese Idee finde ich gar nicht so schlecht, weil irgendwie haben sie ja ein Netzwerk erstellt, durch Shimotsuki Kozaburo aus Wano Kuni wegzusegeln, und nachdem Ushimaru sein Kind bekommen hat, könnte er Kozaburo kontaktiert haben, sodass dieser Zorro mit ins East Blue nimmt.
Da diese Möglichkeit viel zu einfach hervorzusehen wäre, habe ich mir nochmal Gedanken über Unimaru gemacht. Dieser wollte unbedingt das Grab seines Meisters Ushimaru beschützen. Was ist aber der Grund dafür gewesen? Ich denke, vergangene Ereignisse haben bewiesen, dass Gräber legendärer Samurai geplündert werden können. Die Rede hier ist von Ryuma. Unimaru wusste über Ryumas Geschichte Bescheid. Er hat Zoro wirklich Sachen erzählt, die wir selbst als Zuschauer nicht mal wussten, obwohl es den One-Shot-Manga Wanted gibt. Da Unimaru so lange lebt und nicht bekannt ist, was er vorher getan hat, bevor er bei Ushimaru war, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er damals durch Ryuma überhaupt dazu kam, in Wano Kuni zu leben. Somit hätte er auch in Vergangenheit Ryuma bei seinen Abenteuern begleitet. Dies würde dann erklären, warum Unimaru so viel über Ryuma wusste, zudem auch, warum er Ushimarus Grab unbedingt beschützen wollte, denn einmal hat schon jemand das Grab seines Meisters geplündert, noch einmal lässt er es nicht zu. Das Aufeinandertreffen zwischen Unimaru und Zoro war kein Zufall, es war Schicksal. Zoros Name hat viele Bedeutungen und eine Bedeutung davon ist Fuchs. Zoro sieht genauso aus wie die ehemaligen Meister von Unimaru, Ushimaru und Ryuma. Ryuma ist der erste One Piece Charakter, der überhaupt existiert hat und Zoro ist das erste Strohmitglied überhaupt. Zoro ist kein Niemand, er kann in jungen Jahren schon das Wado Ichimonji führen, zudem hat Zoro damals das Interesse von Koshiro geweckt, als er sagte, dass es heute das erste Mal ist, dass er mit den Schwertern kämpft und dafür hat er schon viel Potenzial gezeigt. Als Zoro das Enma bekam, wurde erklärt, warum er es so schnell so gut einsetzen kann. Es lag daran, dass er das Wado Ichimonji hatte und es sind halt Geschwisterschwerter, weshalb er das Enma ohne große Probleme einsetzen konnte und somit schneller den Umgang damit lernte. Damals auf der Thriller Bark hat Zoro das Shusui von Ryuma bekommen. Als er Ryuma besiegt hat, hat er Ryuma verbrannt. Das ist natürlich eine Ehre, somit kann seine Leiche nicht mehr anderweitig verwendet werden und er wusste schon im Vorhinein, wer Ryuma ist. Das kann natürlich nur eine oder zwei Personen ihn verraten haben können, und zwar Kozuaburo oder Koshiro, sein Meister. Da Ryuma eine große Legende in der Shimotsuki-Familie ist, ist es gar nicht unüblich, dass er als großes Vorbild angesehen wird. Es wurde nicht erklärt, warum Zoro das Shusui ohne größere Probleme sofort benutzen kann. Das Shusui hat einen höheren Rang als das Enma. Wir haben von Hitetsu gehört, dass das Schwert einen höheren Rang bekommt, wenn es zu einem Black Sword wird, und das Shusui ist ein Black Sword, ein Königsschwert, und somit ist es eigentlich deutlich schwieriger zu beschützen. Wir haben im Flashback von Kozuki Oden gesehen, dass er seine Schwerter an seine Kinder vererbt hat, was ein kleiner Hinweis darauf war, dass Familienmitglieder das Schwert ihres Vaters oder ihrer Verwandten besser benutzen können. Zoro, der 2 Jahre lang mit Mihawk den besten Schwertkämpfer der Welt trainiert hat, der zudem auch noch ein Black Sword hat, konnte das Enma nicht sofort benutzen. Wie soll er dann das Shusui nutzen? Der einzige logische Grund dafür ist, dass er eine familiäre Bindung zu Ryuma hatte. Man kann jetzt hier 2 Wege gehen. Wir haben nämlich hier Zoro und Ryuma, die dieselbe Blutgruppe haben. Wir wissen, jeder Charakter erbt die Blutgruppe seines Vaters. Die Mütter spielen dabei leider keine Rolle, Freunde. Schaut einfach mal auf OP-Wiki nach, wenn ihr wollt. Also man erbt eigentlich immer die Blutgruppe seines Vaters, außer man ist ein Fischmensch oder man wurde adoptiert, was halt in One Piece sehr oft vorkommt, Leute. Viele Charakter wurden adoptiert, deshalb muss man das Ganze immer abwägen. Aber Fakt ist, Zoro hat dieselbe Blutgruppe wie Ryuma. Im Wano Kuni Arc wurde deutlich gemacht, dass Momonosuke Zoro als eine Art Idol sieht und die Charakter sind sich wirklich ähnlicher, als man im ersten Augenblick glauben mag. Und zwar hat Zoro im Alter von 8 Jahren eine große Tragödie erlebt, weil Kuina gestorben ist. Zudem gibt es dann auch Momonosuke, der im Alter von 8 Jahren eine Tragödie erlebt hat, in dem das Schloss Oden verbrannt wurde und seine Eltern dem Untergang geweiht waren. Oda beantwortet immer mal wieder Fragen in SPS und ich habe eine sehr interessante Frage gefunden, die zu dieser Theorie auch beiträgt. Und zwar wurde gefragt, welche Teufelsfrüchte denn zu den Strohhüten passen würden. Bei Zoro wurde die Teufelsfrucht von Kaido erwähnt, Freunde. Und wir wissen, Momonosuke hat eine Smile-Teufelsfrucht, die von Kaidos Teufelsfrucht abstammt. Als wir Momonosuke am Anfang kennengelernt haben, hat er schon ein paar Sachen gesagt, die sehr merkwürdig waren. Und zwar, dass er eventuell Gold oder
kannte. Generell konnte man einfach sagen, dieser Charakter war immer mysteriös. Zoro ist genauso jemand, deshalb gehe ich davon aus, dass er auch in die Zukunft geschickt wurde. Kozuki Toki, ihre Fähigkeit ist noch nicht vollständig erklärt worden. Sie kommt anscheinend von Wano Kuni, taucht aber an einen Ort auf, der von Wano Kuni sehr weit entfernt ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass ihre Fähigkeit den genauen Ort beim Zeitreisen nicht bestimmen kann. Von dem, was wir bisher von Toki mitbekommen haben, ist sie schon sehr oft in der Zeit gesprungen und hat dabei bestimmt auch sehr viele Charakter in die Zukunft geschickt, die eventuell noch relevant werden könnten. Zoro ist einer von denen, wo ich es mir sehr gut vorstellen kann, dass er in die Zukunft geschickt wurde, weil er halt der Sohn von Ryuma ist. Ob Toki nun eine Verwandtschaft mit Ryuma hat, ist abzuwarten, aber am 30. April kommen schon die Weevil Cards zum Wano Kuni Arc und wenn wir dann Tokis Weevil Card bekommen und ihre Blutgruppe und wenn sie dieselbe Blutgruppe hat wie Ryuma, kann man sagen, dass sie halt die Schwester von Ryuma war. Als Zoro in die Zukunft geschickt wurde, ist er dann halt im Dorf Shimotsuki angekommen und lebte von nun an dort. Ob er sich an seine Vergangenheit noch erinnern kann, ist ein großes Geheimnis. Man könnte sagen, er wurde hunderte von Jahren in die Zukunft geschickt. Das muss doch irgendeinen Nachteil haben und dieser Nachteil könnte Gedächtnisschwund sein. Doch wenn er sich irgendwie doch noch an alles erinnert, dann können wir darauf gefasst sein, dass im Wano Kuni Arc so einige interessante Sachen folgen könnten. Zum Schluss will ich noch eine ganz kleine Idee äußern, Freunde, und zwar Unimaru, der Fuchsdämon, könnte nach dem Wano Kuni Arc zur Strohpiratenbande gehen und der Crew beitreten. Somit wäre er dann von nun an Zoros Seite, dem Sohn von Ryuma. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Glaubt ihr, Ryuma ist der Vater von Zoro? Zudem könnt ihr euch vorstellen, dass Unimaru Teil der Strohpiratenbande wird. Lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.